Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Ja, wir waren ja in der Kampagne. Beim letzten Mal haben wir die DVW-Kampagne durchgeführt. Wenn du erstmal spielst, empfehlen wir die zu Beginn, also grundlegend die Startkampagne durchgemacht. Jetzt starten wir. Spoilerwarnung, bezieht sich auf Ereignisse von Jurassic World ein neues Zeitalter. Deswegen werde ich jetzt sagen, wir starten da rein. Ich bin gespannt, wie aufbauend die Kampagne ist. Und wenn die gut ist, werden wir mit der Malta dann fortsetzen. Aber schauen wir doch erstmal da rein und schauen, was passiert. Und bestehende automatische Speicherstände werden überschrieben. Fortfahren, ja. Let's go. Als John Hammond seine Vision in die Tat umsetzte, erkannten seine Rivalen das Potenzial von Ingens Arbeit. Einer der größten Konkurrenten, Biosyn, wollte in diesem Rennen aufholen. Durch den Diebstahl von Ingen und Dr. Wus hart erworbener Arbeit. Aber dazu brauchten sie einen Insider. Zu diesem Zweck engagierten sie den verärgerten Informatiker Dennis Nedry. Er sollte Ingens Saurier-Embryos stehlen und dann die wertvolle Fracht in einer clever designten Rasierschaumdose von der Insel schmuggeln. Niemand weiß, was sich damals wirklich ereignet hat. Fest steht nur, dass weder Dennis Nedry noch seine Proben je wieder gesehen wurden. Bison war Geschichte. Und damit leider auch Hammonds Traum. Jahrzehnte später unternahm Simon Masrani einen neuen Anlauf und teilte Hammonds Vision erfolgreich mit der Weltöffentlichkeit. Aber leider lief nicht alles nach Plan. Bison hatte im Prinzip nur auf das Scheitern und den Niedergang von Jurassic World gewartet. Nun, unter Dodgsons Führung, brach eine neue Ära an. Was auch immer die Zukunft bereithalten mag, Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Tja, so war das. Das waren coole Filme auch. Muss man sagen, mir fehlt gleich der letzte Film, den muss ich noch schauen. Da habe ich alles von Jurassic World aktuell durchgeschaut und Jurassic Park. Wow! Was für ein Anblick. Wunderschön. Bald wird Biosyns Traum Wirklichkeit. Ein Traum, den Ingen nie umsetzen konnte. Wenn wir erst die Saurier haben, wird es perfekt. Die perfekte Evolution. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Wir waren vorbereitet. Jetzt müssen wir es nur noch durchziehen. Was ist der neueste Stand? Das Terrain stellt uns vor eine große Herausforderung. Bis wir mehr über dieses Ökosystem erfahren und wie unsere neuen Freunde sich hier einleben, sind wir klar im Nachteil. Wir brauchen mehr Daten und Zeit. Nicht, dass sie sich nicht anpassen und hier verenden. Sie werden sich anpassen. Ganz bestimmt. Sie haben sich schon an zwei Parks und einige Inseln angepasst. Das wird Ihnen auch hier gelingen. Alles wird gut, wenn Sie da sind. Ich weiß nicht, ob wir wirklich bereit sind, alles zu verstehen, was nötig ist. Erstmal müssen Sie ankommen. Den Rest machen Mutter Natur und ich. Wait, bauen die da gerade das Hauptgebäude noch? Im Film war das ja ganz, kein Strom. Missionsbesprechung anhören. Was sagt man dazu? Die Standortwahl geht doch über alles. Allerdings. Und dieser ist perfekt. So sind wir von neugierigen Blicken geschützt. Und es mischen sich keine politischen Gutmenschen ein. Ingen hat alles in den Sand gesetzt. Sie waren einfach viel zu kurzsichtig. Nur Saurier, null Geschäftssinn. Da kann Biosyn glänzen. Anders als Ingen bringen wir die Dinge ins Gleichgewicht. Wir haben den Weitblick. Okay, wie geht es weiter? Ich will die Dinge möglichst schnell ins Rollen bringen. Vielleicht sollte man erstmal Strom machen. Kontrollzentrum. Gut, los geht's mit einem Kontrollzentrum. Nicht vergessen, es muss an das Hyperloop-Netz angeschlossen werden. Also dann, dann an die Arbeit. Der Hyperloop ist ein unterschiedliches Netzwerk aus bestimmten Gebäuden anstelle von Wegen miteinander zu verbinden. Das dient als Verbindung zwischen Hyperloop-Netzwerk und dem Wegenetz. Es muss stets über den Hyperloop mit der Forschungsanlage verbunden sein. Der Hyperloop kann verbundene Gebäude mit Strom versorgen, sofern das Wasserkraftwerk Teil des Netzwerks ist.
drehen. Okay. Hyperloop-System. Interessante Sache. Wie gesagt, ich habe das Spiel so nie wirklich leider gespielt. Einfach weil, keine Ahnung. Erstens habe ich gesuchtet wie blöd. Den zweiten habe ich gekauft, war happy drauf und habe es dann nie wirklich gezockt. Deswegen bin ich happy, dass wir das jetzt als Let's Play sozusagen durchziehen. Aber ganz verstehen tue ich es auch nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Für den Bau unserer neuen Forschungsanlage ist jetzt alles vorbereitet. Klasse. Dann konzentrieren wir uns darauf. Und dann setzen wir ein Wasserkraftwerk einfach hier hin und verbinden es dann über das Hyperloop-System. Ich kann aktuell nur Strom auswählen, das ist natürlich auch super. Versorgt Bauten im Umkreis mit Strom, liefert außerdem Strom über eine Hyperloop-Verbindung. Produziert 120 Einheiten Strom. Verstärker. Okay. Strom haben wir. Isaac, Lagebericht? Alles läuft nach Plan. Bald haben wir die Forschung, die wir brauchen. Gut. Mhm. Weiter so. Oha, okay. Das ist komplett anders beim Aufbau jetzt her. Essentielle Anlage. Morgan, okay. Morgan soll das jetzt machen. Okay. Kann ich jetzt Straßen bauen? Jetzt kann ich Straßen bauen. Schauen. Also ich kann jetzt dich hier an eine Straße anschließen. Und dich auch. Ich kann dann hier so rumgehen. Gut, dann haben wir hier jetzt schon mal eine Straße und Hyperloops. Ach, das ist jetzt... Lol, wir bauen das Gebäude halt echt. Die Mission ist, das Gebäude zu bauen. Okay, da wären wir. Wir haben Zugriff auf die Forschung zu essentiellen Anlagen. Gut. Mhm. Mit jedem betriebsbereiten Gebäude kommen wir unserem Ziel ein Stück näher. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir dann die ganzen Saurier abfertigen können. Wir schaukeln das schon. Allmählich läuft alles, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hängen InGen endlich ab. Eines muss man InGen aber lassen. Sie haben ausgestorbene Spezies wiederbelebt. Sicher, mit überhasteten Plänen und schlampiger Forschung. Wir korrigieren das. Ihre Fehler sind uns eine Lektion. Wir werden die Fehler von Hammond und seinem Team nicht wiederholen. InGen war immer von seinem eigenen Wunder vereinnahmt. Sie wollten der Welt beweisen, dass es möglich war. Und dann wollten sie ihre Schöpfung als Zirkusfreaks zur Schau stellen und es uns unter die Nase reiben. Nichts haben sie verstanden. Evolution ist mehr als nur DNA und Frösche. Sie steckt im Geschäft und bringt die Welt voran. Was für eine Bereicherung für die Menschheit. Neue Medikamente, Biotechnologie, Kosmetik. Alles wird uns gehören. Der hört sich immer frevelig an. Wir wollen eine funktionstüchtige Anlage. Nur so können wir das Überleben der Saurier sichern. Absolut. Wir erledigen das. Das hoffe ich. Es steht viel auf dem Spiel. Eine Unterstützungsanlage. Eine strategische Anlage. Und was? Ein Schutzraum brauchen wir noch. Der war bei Gehege, glaube ich, oder? Ne, ist eine Brutstätte, oder? Zäune. Unsichtbare Tore. Ah, das ist hier der Schutzbunker. So, schließen wir das Stück für Stück an. Kann ich irgendwie ins Hyperloop-Netz gehen? Hyperloop bearbeiten, aha. Kann ich auch nicht hier anschließen. Da brauche ich jetzt ein Verstärkerumspannwerk. Wie weit kann ich das stellen? Ich würde es irgendwie gerne wo platzieren, wo es einfach passt. Das verändert schon wieder das ganze Gameplay so ein bisschen, weil jetzt hast du Verstärker und Hyperloop-Systeme. Keine Stromquelle. Was heißt denn hier ständig keine Stromquelle?
Vielleicht ist es außerhalb vom Sturm. Muss das in der Reichweite... Oh, das muss im Gebiet drin sein. Oh. Dann setzen wir dich mal hinten hin. Dann bist du hier so schön reingetackt. Okay. Dann sollten wir gleich Strom haben. Super. Wir haben die Autorisierung für mehr Mitarbeiter. Wissenschaftler, um genau zu sein. Wissenschaftler. Schauen wir uns die Kandidaten an und holen ein paar von ihnen an Bord. Schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Oh, gut in Genetik, aber ansonsten beschissen. Also ich hätte gern den, der hier, so die Dame Eris. Die ist gar nicht schlecht. Du bist, ah, du hast halt echt gutes Potenzial auch. Du kriegst auch von mir einen Job. Und dann hätte ich gerne jemanden, der vielleicht auch noch in der Logistik gut ist. Ganz ehrlich, da ist der Beste. Ah, da bist du am besten. Hey, aufregende Neuigkeiten. Wir gehen zu exklusiver Biosyntechnik über. Unsichtbare Zäune. Das sichert die Tiere, während wir die traditionell errichteten Konstrukte abschaffen können, die ihre Umwelt eingegrenzt haben. Also, unsichtbare Zäune. Gibt es keine sichtbare Barriere zwischen uns und den Sauriern? Klingt unheimlich. Je weniger diese Tiere ihre Käfige wahrnehmen, desto gesünder werden sie sein. Und desto leichter zu pflegen sind sie. Wir sollten hier Forschungsaußenposten platzieren, um die Tiere aus sicherer Entfernung zu beobachten. Es ist schlimm genug, dass die Saurier nie wussten, was Zäune sind, bis wir sie ihnen vor die Nase gesetzt haben. Was, wenn sie sie brauchen, um sich sicher zu fühlen? Wenigstens konnten sie die Abgrenzung zu uns sehen. Wie sollen sie ihrer Umgebung mit unsichtbaren Zäunen vertrauen? Wie sollen sie überhaupt wissen, wo sie sind? Keine Sorge. Wenn sie zu nahe kommen, merken sie das ganz schnell. Also, das... Ich weiß nicht recht. Wird das nicht beeinträchtigen, wie wohl sie sich in ihrer Umgebung fühlen werden? Sie machen sich Sorgen wegen der Zäune? Die Saurier haben ja auch noch nie Menschen gesehen und das hat uns doch auch nicht aufgehalten. Ja, man merkt so, wie das Ganze abläuft. Forschung im Gange, Wohlbefinden. Das ist ein bisschen langsameres Gameplay jetzt, aber dafür mehr Story. Vor allem, dass du das Gebäude baust, finde ich cool. Erforsche Standardstromtechnik. Isaac, wir haben ein Problem. Wir brauchen mehr Energie. Wie weit bis zur Maximalleistung? Die haben wir schon erreicht. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Dann müssen wir neue Möglichkeiten erforschen. Verbesserte Kraftwerke sind die Zukunft. Also los. Dann geht ihr mal da dran. Kann ich währenddessen hier schon was erforschen? Forschungsaußenposten, ne? Höhenverstellbeobachtungsplattform für verbessere Saurier-Sichtbarkeit. Wurde speziell für die Biosyn-Zuflicht entwickelt. Saurier ziehen nur dann neue Besucher an, wenn sie vor kurzem sichtbar waren. Lebendbeute, Futterstation und Futterstation für Fischfresser. Kann ich rein durch dich erforschen. Dafür fehlt mir aber gerade die Leistung von den Wissenschaftlern. Wenden Sie das Stromupgrade. Erhöhter Output. Okay. Bevor wir weitermachen, habe ich noch ein Anliegen. Durch meine Kontakte habe ich eine Lieferung mehrerer Saurier zu dieser Anlage arrangiert. Sie kommen den weiten Weg von Isla Sorna hierher. Also bleibt noch etwas Zeit, um uns auf Ihre Ankunft vorzubereiten. Enttäuschen Sie mich nicht. Sie werden Gehege brauchen. Sichere Gehege. Sicherheit ist unabdingbar. Für uns wie für Sie. Alles muss perfekt laufen. Wir brauchen keinen Ingen- oder Masrani-Zwischenfall. Absolut. Wird uns nicht passieren.
Wird uns nicht passieren, hört sich immer so sehr vertrauenswürdig an. Alter, das Problem ist ja, du siehst halt diesen scheiß Zaun echt nicht, ne? Drecks unsichtbare Zäune. So. Platzieren wir dich da drin. So. Ich würde rein theoretisch können wir einfach so Gehege bauen jetzt, ne? Und dann jeweils einen Beobachtungsposten platzieren und mit dem nächsten Produkt in der Luft. Transport hat begonnen. Wie sind denn das? Holy shit. Hyperloop bearbeiten. So. Stegos und Gallimimus müsste ich ja da platzieren können. Warum ist das noch nicht fertig? Produkt zugestellt. Produkttransport beendet. So, da platzieren wir jetzt über Notfallgeneratoren auch. Ist es da fertig oder wird es noch gebaut? Schaut nicht alles so unfertig aus. Ich bin gerade sehr verwirrt. Warum wird da nichts gebaut, Leute? Platziere jetzt alles zusammen, weil die müssten sich alle miteinander verstehen. Und dann kann ich die Zwischenmauer vielleicht abreißen. Der hat es in der komischen Reihenfolge gleich einfach gebaut. Zu wenig Früchteboden. Weißt du was, wir machen das einfach draus, jetzt ein großes Gehege Scheiß drauf. Dann haben die nicht einfach alle Platz. Früchteboden brauchen sie. Früchteboden. Produkt transportiert. Transportiere Produkt. Sind die Gallimimusse? Da sind die. Einsam. Deine Kollegen sind hier auch unterwegs. Die kommen noch. Ihr seid wahrscheinlich auch einsam. Ihr müsst nur die Gruppe finden, Leute. Saurier transportieren. Produkt wurde eingesammelt. Wir haben genug Fläche für alle. Transport abgeschlossen. Wahrscheinlich ist der Sinn dahinter, dass du jetzt wirklich die komplette Fläche verwendest und dann nur die Forschungsaußenposten als Sichtpunkt. Beginne Produkttransport.
Produkt wird transportiert. Das sind mir zu wenig Blätterboden. Transport abgeschlossen. Produkt unterwegs. Sieht aus, als wären die Gehege bereit. Diese Habitate müssen so ansprechend wie möglich gestaltet werden. Zufrieden. Was sagt ihr zu wenigen Nüsse Boden? Das war es denn nicht. Nüsse Boden. Zufrieden. Kann ich hier rein theoretisch durchschauen? Statt absenken. Geht der jetzt wirklich runter? Ramsey, der geht echt runter. Ich bin die Daten durchgegangen. Ich denke, mit einem Forschungsaußenposten am Hyperloop können wir echte Fortschritte machen. Habe ich schon. Klingt logisch. Klasse. Dann tun wir das mal. Ansicht anzeigen. Ohne gute Sicherheit ereilt uns dasselbe Chaos, das unsere Rivalen hat untergehen lassen. Aber unsere Ranger-Teams sollten Ordnung schaffen können. Wir richten notwendige Patrouillen ein. Ja, eine Selbstverständlichkeit. Cool, wir können die anheben. Aber Überwachung aus der Ferne kann nicht alles. Natürlich. Wir machen das cool. Gleich. Oh! Oh, cool. Ich würde mich hier gern bewegen können. Das geht leider nicht. Das wäre jetzt noch der Hammer. Das wäre der Hammer. So. Das haben wir schon gemacht. Ranger-Posten. Es könnte gut sein, dass wir da auch wieder zwei brauchen in dem Fall. Aber ich habe jetzt hier doch ein größeres Gehege in dem Fall gebaut. Nein, Ranger-Posten auswählen. Ranger-Posten auswählen. Ranger-Posten! Ist das für dich ein Gallimimus? Nein, ist es nicht. Auch hier Ranger-Posten zuweisen und gleich mal MVV auch zuweisen. Einfangteam auch gleich zuweisen. Sollte mir gut schon sein. Mal den Begriff Opfer des eigenen Erfolgs gehört? Denn im Lexikon könnte daneben Ihr Bild stehen. Ein Gruppenfoto. Ich verstehe nicht ganz. Wir machen gute Arbeit und deshalb kriegen wir noch mehr. Wir sind bereit für jede Herausforderung. Dann willkommen zur Biosyngenetics Forschungsanlage Phase 3. Damit Phase können 3. wir unsere Genmanipulationsabteilung erweitern und unsere Unternehmung auf die nächste Stufe bringen. Biosyn zählt auf Sie. Und noch wichtiger, ich zähle auf Sie. Jetzt geht's los, jetzt baut das Ding sich richtig aus. Heute müssen die Genproben perfekt sein. Dafür wird Biosyn einen Scheck ausstellen. Schon, aber bis wir selbst Expeditionen entsenden können, sind wir auf andere angewiesen. Und Sie wissen ja, wie wenig es mir zusagt, keine Kontrolle über das Resultat zu haben. Ja, wenn diese Forschung abgeschlossen ist, werden wir unsere eigenen Expeditionen entsenden können. Dann stimmen auch die Proben. Oh. Wenn wir sie kontrollieren. Das ist besser für Biosyn. Und für Sie. Gut, Leute. Aber, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in unserem kleinen Park. Also, bis dann. Ciao.